Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Empyrean mit dem guten Beltray. Moin. Hallöchen. So wird's eigentlich mal wieder Tag. Wir stehen hier schon eine ganze Weile. Was macht deine Gesundheit denn? Hat sich bei Hälfte stabilisiert. Okay. Und meine Verseuchung ist weg. Sehe ich gerade. Bin gesund. Geheilt. Hast du das Medikit genommen oder durch? Nein, von alleine? Ich bin geheilt. Von alleine geheilt? Ja. Selbstheilung? Ich bin der selbstgeheilteste Typ, den du dir vorstellen kannst. Cool. Im Übrigen, deinen Kernblock müsstest du vielleicht noch freigeben, weil ich glaube... Echt? Ja, ich glaube, ich kann da nicht ran. Ich kriege auch so ein Häuschen-Symbol, so ein durchgestrichenes rechts. Und dann Kernplayer-Fraktion. Das ist ja irgendwie... Wie gebe ich den denn frei? Player-Fraktion. Ach, warte mal. Ich muss mal eben Fraktionen, Explorer... Sauerstoffversorgung? Ah, wir sollen Sauerstoff versorgen. Ein O2-Generator platzieren. Pläne, Technikbäume, Marktplatz, Registratur. Wie kann ich den freigeben? Da war doch noch mal was. Wie machen wir das mal mit? Ich weiß es nicht. Auch nicht. T. Da muss doch eine Taste geben. Ich muss doch irgendwo meine Gebäude sehen können. Suizid ist sehr interessant, dass der Button da unten so prominent irgendwie im Inventar. Oh oh. Faktionen, die bärtigen Gründer. So, warte mal kurz. Klonkammer, nicht Klokammer. Wir brauchen doch bestimmt einen. Man konnte Konstruktor. Das, irgendwie konnte man das. Den Kern? Nee. Kannst du da nichts dran bauen an den Kern? Ich hab's noch nicht probiert. Warte. Achso, warte. Nee, dann lass mich erstmal. Weil ich mache hier gerade Stahlblöcke. Ich hab hier an den Nö, falsche Fraktion, sagt er mir. Ah, ich weiß nicht mehr, wie man das umstellt. Warte mal ganz kurz. Ich habe nämlich schönste Betonblöcke hergestellt. 1, 2, 3. Ich wollte Stahlblöcke jetzt vom Boden nehmen. Wollen wir halb-halb machen oder so, oder wie? Ja. Machst du eine Terrasse oder so? Oh, ich mag Terrassen, aber ich kann ja nichts bauen. Nee, ich weiß. Warte, Sekunde. Ich will eben einmal den Eimer einzäunen hier. So. Ich glaube, da brauchen wir irgendein Terminal dafür, oder? Nee. Ja, eigentlich konnte man auf den Kern zeigen und dann müsste das eigentlich gehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie... Vielleicht mit 0... Vielleicht muss ich meinen Kern oben drüber bauen. Nee. Ich muss den freigeben. Das ist halt ich finde es ein bisschen blöd von der Idee her, weil. Warum hat er sich jetzt auf Englisch gestellt? Steuerung, Moment. Lichter, Hauptschalter, Helm, Warp-Antrieb, Ansichtwechsel, Flugmodus, Konsole, Pause, PDA, Techniker, Spielerdrohne, Anzeige, ein aus, Bild in Hand speichern, Schulterlicht, aha. Bauplanbibliothek, Technik. Ich spüre das, die Sonne geht bald wieder auf. Bauhilfen. Es riecht nach Sonnenstrahlen. Wie war denn das? Ich organisiere mal in der Zwischenzeit. Du checkst es mal und ich schau mal, ob ich was Essbares für uns krieg. P, Steuertafel, Kern. Das ist unsere Heimat. Der Kern ist aktiv. Hier eine Buffetfräse. Hole ich mir jetzt erstmal was zu essen für den guten Bell. Kraftstofftank fehlt. Ja, das ist klar. Wie kann ich den jetzt freigeben? Fraktion, privat. Alle. Z und V, alles klar. So, jetzt kannst du dran bauen. Jetzt dürfte der das nicht mehr anzeigen. Warte, ich bin gerade auf der Suche nach S-Bahn und habe gerade keine Ausdauer, weil ich das ist ein bisschen übernommen habe. Ist ja aber lobenswert, dass du versuchst, mich hier am Leben zu erhalten mit Nahrung. Ein bisschen. Ich hätte gerne ein Hühnchen. Ich habe aber allerdings auch Hunger. Vielleicht esse ich es auch selber auf dem Weg als Wegzehrung. Was? Naja, ich habe ja noch meine 2 Notfallpackungen. Ja, die habe ich ja auch noch, aber... wir müssen was anbauen irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja, müssen wir auch. Naja gut, wir können uns auch problemlos erstmal mit Frontieren ernähren. Aber dafür brauchen wir halt erstmal ein paar Sachen in unserer Basis. Ne? Die Armen. Naja. Und dann schauen sie sich an mit einem treuen Augen und sagen, Bell, bring mich um. So ist das manchmal. Ah, ich kann anbauen, okay. Oh, mein Eisen ist alle. Ich habe alles verbraten. Uiuiui. Das sollten wir das nächste Mal aber mit dem Moped fahren, also dann finde ich schon wichtig. Hm? Für was? Für Ressourcen besorgen.
Ja. Kaninchen, Treibstofftank, okay. Ich brauche Konstruktor groß, Computersteuergerät, Elektronik, Metallkomponenten, also Motorrohre. Hast du noch Eisen? Was, warte mal. Ja, aber. Oder nee, Moment. Hab ich Eisen? Ich habe Stahlplatten hauptsächlich hergestellt. Ja, Stahlplatten. Wir brauchen. Kobalt, bleiben wir mal. Wir brauchen. Warte mal, Sekunde, ich muss mir mal eben also, kurz merken. Das wird besser, wenn man. Es gibt nachher einen besseren Konstruktor, der macht das alles automatisch. Da okay. Schmeißt du nur noch die Rohmaterialien rein und der craftet dir alles, so wie du es brauchst. Okay. Zwei Computer, zwei Steuergeräte brauchen wir. Moment, zwei Computer. Also, zwei was baust du denn gerade? Eine Klonkammer? Ich versuche. Nee, Konstruktor groß. Sonst können wir überhaupt nichts Gutes herstellen. Irgendwo. Den brauchen wir auf jeden Fall. Einen großen Konstruktor. Okay, warte. Dann, ich schmeiße jetzt mal von den Rohstoffen, die ich jetzt zusammengesammelt habe, für den Konstruktor mal ein paar Sachen raus, weil ich habe nämlich einen Haufen Zeug hergestellt. Wir brauchen zwei Steuergeräte, wir brauchen. Moment. Kabel bestimmt auch. Zwei Computer und fünf Elektronik. So, okay. Fünf Elektronik. So, was habe ich noch hergestellt? Röhren habe ich auch noch. Brauchen wir. So, warte mal, ich gehe mal schnell weg. Ich leg dir mal ein paar Sachen rein und dann gucke ich mal, ob es klappt. Hm. Ja, und? Na, fehlt noch ein bisschen was. So, ach, du hast Metallstücke hergestellt. Warum hast auch du schon, so ja. Metallkomponenten auch, okay. Ich habe auch Stahlplatten ohne Ende, wenn wir brauchen. Rohre, okay, dann kannst du. Du warst ja Bandagen. Fleißig. Und dann können wir jetzt bei meinem Computer brauchen wir auch zwei. Dann brauchen wir noch ein Steuergerät mehr. Dann brauchen wir Elektronik. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Moment. Wo jetzt war's? Mal ganz kurz was. Und noch Motor brauchen wir noch. Moment. Motor. 1, 2, glaube ich, ne? Oder? Ich habe dir jetzt Motor, alles Baubare gegeben, was ich hatte. Dann ich kann aber noch ein bisschen was herstellen, wenn du was brauchst. Sekunde. Das Doofe ist, man sieht immer erst, ob man es noch herstellen kann, wenn die Warte-Queue quasi durch ist, weißt du? Sonst, genau. Das habe ich ja irgendwie erwähnt. Das ist momentan aber nur der Fall. Das wird später besser. So. Motorkabel. Reaktorkern bräuchten wir. Kondensatoreinheit. Wo kriege ich den Reaktorkern? Metallkomponenten bräuchten wir nochmal. Kannst du da noch welche herstellen? Metallkomponenten? Nein. Da fehlen mir Eisenbahnen dazu. Die habe ich komplett aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, wofür wir die Metallstücke gerade brauchen. So, warte mal, ich baue jetzt mal um unser Base-Ding. Dann müssen wir nochmal losfahren und Eisen holen. Geht nicht anders. Ja, ist halt so, ne? Warte mal, jetzt bauen wir hier nochmal. Ich versuche mal mir selber mit als Constructor. Wieder eigentlich relativ einfach, ne? Wir müssen ja nur sehen, dass wir die Sachen rankriegen, bevor unsere Bohrer alle sind, weil sonst haben wir ein Problem. Ich bin gleich da, ich baue nur noch mal schnell eine Reihe auf. Achso, ich hab noch Metallblöcke, sonst, die könnte ich dir sonst geben, falls du. Nö, aber du machst Holz, ja, oder Beton, ne? Beton habe ich jetzt einmal außen rum gelegt, als Schutz. Warte mal, ich komme mit dir mit. Nö, ganz ruhig, wir können das ja ruhig aufteilen. Ich versuche nur mal eben Eisen zu holen. Ich bleib nur an so einem Felsen immer hängen. Warte mal, Magnesium. Nee, ich wollte eigentlich auch ganz gern mitkommen. Muss ja auch ein bisschen fahren üben. Ja, fahren geht so. Es ist halt nur doof, wenn man an so einem Felsen hängen bleibt. Ja, sehe schon. Was? Alles in Ordnung. Bist du in die Grube reingefahren? No, du hältst mich ganz für blöd, oder? Ja, bin ich. War mir doch klar. Unglaublich. Ey, ich hätte es nicht besser gekönnt. Ich dachte, so. Es ist noch weiter weg. Hör dich, aber ich sehe dich gerade nicht. Ich bin einmal außen rumgefahren jetzt.
Oh, da staubt es aber ganz schön bei dir. Ja, ich versuche mir gerade eine Rampe mal zu bauen, dass ich auch gleich wieder rauskomme mit dem, Moped hier. Das sollte ja nicht ganz so steil sein, ne? So, gucken wir mal. Mal eine Sekunde. Eingeparkt. Ich mache mal einen Screenshot. So, okay. Wo ist es? Hä? Warum ist es denn da jetzt hin? Ich wollte einsteigen, daraufhin hat er sich wegteleportiert, kann man sagen. Warte mal. Ja, du. Ich kann hier überhaupt nicht drehen, richtig. Wow, ich merk's schon. Es schaut auf jeden Fall total episch aus. Du kommst ja nicht mal diesen kleinen Huckel hier hoch mit dem Motorrad hier. Springen geht auch nicht. Das ist doof. Kann ich es denn aufladen? Kann ich es einsammeln vielleicht? Nee, ach so, das ist die Idee. Ach, Left, Shift und F, ohne es aufzunehmen. Yay. Ah, ein Hoch auf die Tooltips. Hier was gelernt? Ja, wieder was gelernt. Haben sie extra für Leute wie mich eingebaut. Finde ich super. Weil du meinst uns. Wir passiert sowas ständig. Du musst dir erst noch deine Einzelleistung unter Beweis stellen. So sieht das aus. Oh, warte mal. Mal kurz nachtanken hier. Ja, ich auch. Mein erstes Mal. Oh. Aber der hält schon ganz schön lang, so ein Kraftstoff in so einem Bohrer. Ja, das stimmt. Das habe ich auch irgendwie anders in Erinnerung. Ich freue mich schon auf das Destiny, was wir hier reinstellen können, was selbstständig bohrt. Falls das so funktioniert, wie ich mir das denke. Wir hoffen. Ich weiß es nicht. Aber hier ist etliches zugekommen. Demnächst kommt ja irgendwie Version 6 raus. Da kommen ja nochmal ganz viele Sachen. Ich weiß jetzt auf dem Gestand nicht was. Ich habe es nur mal überflogen und das ist auch schon wieder 4 Wochen her. Oder 2 Monate. Also es war vor deinem Internetproblem, sage ich mal so. Ach Gott, ja. Ach Gott, ja. Ja, da war ich doch, da war ich erst noch, ne, motiviert und dann weiß man ja nicht, wann es weitergeht, so, ne? Ja, klar. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber ich habe immer nur gehofft. Werden irgendwie einiges an Aliens irgendwie einführen. Ich glaube auch Händler und Leute, mit denen man sprechen kann, wenn man einsam ist oder so. Ich weiß nicht. Oh, ist ja nett. Jo. Und also da wird sich, glaube ich, einiges tun. Wenn man wüsste, wie man sich einen experimentellen Server installiert, könnte man das jetzt ja auch schon, aber... Obwohl, ich glaube, wir haben erstmal genug zu entdecken, dass wir uns noch nicht mit der experimentellen beschäftigen müssen. Ich glaube auch, also, das ist für mich jetzt gerade schon mal alles anders, alles neu als das, was ich mal gesehen hatte. Und das ist schon... Ja, ja, du hattest das ja auch mal ein bisschen angespielt. Wobei genau. Du ja eigentlich mehr der... Space Engineers, naja, Kanal will ich jetzt nicht sagen, aber da war es natürlich deutlich mehr drin, ne? Sag ich. Ja, klar. Ich glaube, bei dir kamen ja auch mal ein paar Kommentare zu Empyrea und ja, ist ja nur nachgemachter Space Engineers Klon. Aber ich glaube, ich denke mir schon, dass man wahrscheinlich auch sehen kann, dass die Spiele wahrscheinlich beide ein ganz unterschiedliches Ziel verfolgen. Ja, die gehen halt in verschiedene Richtungen. Von der Idee her ist es natürlich ähnlich, klar. Naja, ich meine, nur weil die ja, also es gibt ja einige Survival-Spiele, aber für ein Survival-Spiel hat das hier schon eigentlich ein ziemlich nettes und auch umfangreiches Crafting-System. Das kann natürlich mit dem von Space Engineers nicht mithalten, aber da kannst du ja auch hochtechnische Sachen mitmachen mit Förderbändern und alles drum und dran. Das ist ja... Sowas gibt es ja sonst in der ausgefeilten Form nur in Minecraft, sag ich mal. Ne? Ja, ja, ja. Dass du da... die ganze Produktionsanlagen mit Förderstraßen und allem drum und dran irgendwie bauen kannst. Ja, ja. Das finde ich schon cool. Da geht schon einiges, ja, das stimmt. Aber wir werden alles sehen. Ja, so wie's, wer weiß, was jetzt mit dem nächsten Patch dann auch wieder kommt und gucken wir einfach mal.
Ich mache mir Sorgen, weil mein Sauerstoff immer weiter runtergeht. Aber eigentlich kann man auf diesem Planeten atmen. Ich muss jetzt mal was essen. Das blinkt gerade schon rot. Okay, dann würde ich sagen, oberste Priorität, erstmal was zu essen zu besorgen, oder? Oder hast du was dabei? Ich habe meine Notfallration dabei, aber es sind halt auch nur 2 Stück. So, komplett voll. Gut. Also die darf man auch, würde ich auch erst essen, wenn du wirklich nichts mehr hast irgendwo. Also wenn du ganz runter bist, sonst ist es Verschwendung. Also wenn es ganz leer ist, ja. Oder fast halt. Aber ich habe halt auch nur 2 davon, also wir müssen schon irgendwie, aber alles nach dem anderen. Erstmal brauchen wir ein bisschen Material hier. Ja, also aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal wieder, was wir haben, hoffe ich. Ja gut, wir haben auf jeden Fall jetzt deutlich mehr als das, was wir vorhin hatten. Nö, ich hatte vorhin, weil du mir die ganzen Eisenerz runtergeschmissen hast, ich hatte 310 Eisenerz. Okay, und ich habe jetzt aktuell 226. Ja, ich habe 212 oder sowas. Also ich habe ja dein ganzes Material bekommen. Ich habe ja die ganzen Blöcke dafür hergestellt. Ich habe ja noch 39 Stahlblöcke in der Tasche. Oh, schon wieder alle? Ich weiß nicht, sollte man jetzt langsam mal vielleicht den Sprit sparen für was anderes? Dass wir auch irgendwie Kupfer oder sowas abbauen können? Ja, vielleicht nicht schlecht. Wollen wir raus? Okay. Ja. So, dann will ich mal mein Moped hier wieder hinstellen. Wo steht überhaupt meins geparkt? Hier oben irgendwo. Im Inventar? Ja, der steht hier oben, ich kann es sehen. Das finde ich aber gut, dass man das so... Ich finde gut, dass das keinen Sprit braucht, ehrlich gesagt. Moment, ich musste doch... In welche Richtung muss ich denn? Ach, wieder die. Ah ja, okay. Ich hatte falsche Richtung eben. Ich traue dem Frieden da noch nicht, dass es keinen Sprit braucht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bin abgestiegen. Wo fährst du überhaupt hin? Ich sehe unsere Basis gar nicht gerade. Ja, hier. Auf der Karte orientiere ich mich immer. Ah, alles klar. Boah. Stimmt. Ich habe eben auf den Tooltip-Text gewartet. Jungs, aufpassen da. Und da war der Hinweg aber viel länger als der Rückweg. Da muss ich ja Umwege gefahren sein. So. Irgendwie war das schon ganz schön ordentlich. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Eisenbarren herstellen. Geht ja nicht anders, aus dem Erz. Und dann kann man noch... Du kannst übrigens, wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du 10er-Stacks produzieren. Ne? Ja, das mache ich schon. Das mache ich die ganze Zeit schon ein bisschen gemütlich. So, auf geht's. Würstchen sammeln. So, was brauchen wir denn? Wir haben 4 Steuergeräte, Elektronik, 2 Computer, ja. Ach nee, das ist ein Baum. Ich dachte, da hängt eine Drohne in der Luft. Ich war gerade kurzzeitig mit dem Leben abgeschlossen. Metallkomponenten. Ey, das sind ganze. Alter Schwede, das sind ganze Horde von den Jungs hier. Ja, da sind einige. Also. Aber an euch ist nichts dran, also man kann euch auch nicht mal verwursten, Jungs. Ja, wir brauchen unbedingt Metallkomponenten. Oh, das sind Raptoren oder sowas. Wo hast du die denn gefunden, die Metallkomponenten? Ach da, Eisenbahn, Kobaltbarren, okay. Aber hier sind auch ein paar Raptoren unterwegs. Ich weiß nicht, die greifen die an schon, ne? Denk's mal einfach. Aber, well? Was? Raptoren greifen an, oder? Ich weiß es nicht. Also, wenn du die angreifst, bestimmt. Wir sind rings um uns rum, sind auf jeden Fall welche. Ich wollte mal kurz ein bisschen erkunden gehen. Mach mal. Ich gehe langsam spazieren. Ich kämpfe hier gerade durch. Ich breche das mal ab aus der Queue hier. Irgendwelche Beeren gerade habe ich bekommen. Ich will jetzt erstmal, dass hier Sachen passieren. So. Und... So, ich will wenigstens unseren Konstruktor haben. Wir brauchen einen Treibstofftank. Wir müssen Promethium finden, das wäre viel wichtiger noch. Ja, ein bisschen Sprit, hätte schon was. Also ich habe jetzt 12 Kraftstoffzellen nochmal hergestellt mit meinen Promethium-Pellets, die ich hatte. Und das ist ja auch der Sprit für unseren Bohrer dann in dem Fall, ne? Nee. Also, doch, so halb. Ich
glaube, du brauchst, wenn ich mich richtig erinnere, brauchst du Promethiumzellen, um dir dann andere Sachen herzustellen, die dann als Treibstoff für den... Ah. Ach nee, das ist Biokraftstoff, nimmt der Bohrer, glaube ich, mittlerweile. Ja, Biokraftstoff nimmt der Bohrer mittlerweile. Da haben wir Kanister. Ich weiß aber nicht, wie wir die herstellen. Wenn wir wahrscheinlich irgendwie später erst können. Oder wir müssen dann vielleicht forschen. Das kann ja auch sein. Ein großer Konstruktor ist unterwegs. Kleiner Treibstofftank ist unterwegs. Jetzt brauchen wir noch einen Generator. Da brauchen wir noch Kondensator, Reaktorkern und Computer. Okay, ich guck gerade mal eben. Ein Computer, ein Kondensator und ein Reaktorkern. Dann brauchen wir noch einen Motor für. Und dann haben wir den... Das reicht doch wieder nicht hier. Kabelelektronik. Mal gucken, ob das reicht. Lass mal einen Gretus hier mal laufen. Ich will jetzt hier erstmal... vielleicht doch ein... Ich versuche mal so ein kleines Tier umzunetzen. Wow, das sind Raptoren. Ja, ich weiß. Ich versuche mal so ein kleines hier umzunetzen. Ich hoffe, dass die Großen nicht darauf anspringen, dass sie die beschützen. Im Zweifel beschütze ich dich. Ich habe eine Pistole, Jungs. Ich versuche das ja auch mit der. Die sind aber so schnell hier, die Jungs. Ich kann mir hier nochmal ein bisschen... Wow. Da rennen die Eingeborenen. Oh, shit. Warum sagt mir das denn keiner? Ich meine, vorher. Die sind hinter dir her. Ja, klar. Die sind total aufgebracht. Nur weil ich da geschossen habe in der Nähe, das ist ja doof. Ich habe ja nicht mehr auf die geschossen. Rennst du weg oder soll ich auf die weg. Schießen? Nö, ich renne weg. Du, das sind 4 Stück. So viel Munition haben wir auch nicht. Ich würde sagen... Ja. Ich habe 150. Gucken. Das ist mal ein bisschen gucken. Mager. Mal gucken, wie lange die das machen. Wenn du im Kreis läufst, kannst du zu deinem Moped und kannst mit deinem Moped auf jeden Fall ein bisschen losdüsen. Wäre vielleicht gar nicht so ungeschickt. Ja, jetzt sind sie entspannt. Ich glaube, die haben mich schon. Ich glaube, die haben mich schon aus dem Auge verloren. Ja. Die haben dich vergessen. Einfach so. So schnell geht das. So schnell wird man vergessen. Traurig. Ja, schon ein bisschen. Also, ich hätte schon erwartet, dass die da so voll megamäßig die Welle fahren, aber nö. Also nachdem Raptoren ja jetzt nicht angreifen, bin ich ja ehrlich gesagt ganz entspannt auch hier unterwegs. Ich versuche jetzt mal das große Ding abzuknallen. Ich brauche Fleisch, so fertig ist. Okay. Und ich sammle weiter. Okay, die flüchten, das ist nicht so cool. Die hauen wirklich ab. Das sind ja wirklich Fluchttiere dran. Und die hauen ziemlich schnell ab, das ist das Problem. Okay. Haben wir eigentlich keine Schrotflinte hier gehabt am Start? Nee, wir hatten also nur die Pistole, glaube ich, gerade am Anfang. Schade. Ist ja mal mau hier. Okay, dann gibt's halt nichts zu essen. So. Was? Ja. Hey, Moment mal, also beim Essen hört der Spaß auf. Hier muss schon ein bisschen irgendwie was zu beißen kommen. Ich stimme eben kurz weiter hier, dass wir, also wir brauchen Kondensatoreinheit, Reaktorkern. Also wir brauchen eine Kondensatoreinheit, einen Reaktorkern. Dafür also ich sammle hier fleißig alles Mögliche gerade. 10. Dann brauchen wir ein paar Rohre wahrscheinlich. Also eine Kondensatoreinheit. Schau ich mal gerade. Ich hab doch jetzt so viel eingesammelt. Verfallszeit haben wir hier bestanden. Komponenten brauchen wir wieder. Corn Dogs? Ach nee, da haben wir noch welche. Oh, Nahrungswert haben diese Beeren tatsächlich auch. Okay, Kaffee nicht. Ja, bestimmte Pflanzen kannst du wirklich essen. Die Sachen werden aber auch schlecht, ne, irgendwann, ne? Okay, Ausdauerwert, Gesundheitswert, hilft gegen Giftbiss. Den habe ich auch gerade, das texturierte Pflanzen-Eiweiß, ja. Hilft gegen offene Wunde. Oh, Honig ist auch mega gut. Ja. Und dieser Varonenwurzel-Dings da, der tut Aua. Ja, okay. Nahrungswert 0, Gesundheitswert okay. Jetzt probiere ich mal ein bisschen was durch. Was haben wir denn hier? Oh, also diese Beeren sind auf jeden Fall mega hilfreich. Ein Computer und ein Reaktorkernkabel. Warum? Ein Computer. Und ein Reaktorkern. Jetzt aber bitte schön. Okay, jetzt gucken wir mal, was mein Gerät hier hergestellt hat. So, jetzt haben wir hoffentlich alles um. Ja. Kleinen Generator. Okay. Kann ja schon mal losgehen. Ich mache noch mal ein paar Metallkomponenten. Eben 5. Also, ich würde jetzt mal so einen Wassergenerator ganz gern mal anpeilen, grob.
Den hätte ich hier auch noch auf dem Plan, ja. Aber kannst du natürlich versuchen bei dir, sonst kannst du es auch diesen. Oder du holst dann den Metallbarren rüber und packst es auch in diesen rein oder sowas. Nö, ich habe es selber wieder mit Eisen und so weiter hergestellt. Ja, also, aber ich. Gut, okay, dann mach einen Wassergenerator. Metallkomponenten kannst du dir sonst hier ein paar gleich rausnehmen irgendwie, aber dann. Ich probiere es jetzt einfach mal, wie weit ich komme und dann gucken wir halt mal, was du. Ja, also genau. Das Feuergerät, ja. Weil dann kann ich das so ein bisschen unabhängig von dir jetzt bauen. Genau. Motor fehlt mir allerdings noch. Der braucht Kabel. Nanu, wo ist denn. Warum? Wo ist denn. Das hat nicht funktioniert. Doch. Wo ist mein kleiner Generator hin? Irgendwie ist der weg. Wo ist der denn hin? Ich habe einen Treibstofftank, ich habe den großen Konstruktor und ich wollte doch einen kleinen Generator. Den konnte ich doch, den habe ich doch eben hergestellt. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Ich habe doch eben einen kleinen Generator hergestellt. Der kann doch nicht weg sein. Ist nicht mehr da. Hm. Der hat richtig Material gekostet. Bin ich jetzt blind? Kannst du mal reingucken in die... Ich schau gerne mal bei dir. Im Output ist er nicht. Siehst du da noch irgendwas drin? Ich meine, in den Tag kannst du nicht gucken, aber... Ein kleiner Generator. Ein kleiner Generator, der sollte auch einen gelben und einen roten Punkt drüber haben. Da sehe ich nichts. Nö. Ich hatte eben noch alle Materialien, um den herzustellen. Komisch. Naja, okay. Vielleicht hast du was anderes hergestellt und damit die Rohstoffe dann verbraten. Nee, das war das Letzte, was da in der Queue war. Sehr merkwürdig. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen sortieren, ich blicke hier schon gar nicht mehr durch. Ja, wahrscheinlich wird es wohl so sein, ne, dass irgendwas hergestellt worden ist, aber ich wüsste jetzt echt nicht, was das gewesen sein soll. Finde ich ja komisch. Also, wir brauchen zwei Computer, drei Elektronik, Steuergerät brauchen wir wieder, zwei Stück. Dann können wir einen Computer herstellen. Dann brauchen wir Kondensator. Oh je, das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Well, aber weißt du, was wir auch machen müssen? Nee. Uns in der nächsten Folge wieder treffen. Sag bloß, die ist schon rum. Boah, wir sind schon wieder bei 27 Minuten. Ja. Müssen wir nochmal in der nächsten Folge gucken, wie es denn hier weitergeht. Man kommt zu nichts hier, ne? Gerade nee. Oder? Wir sind gerade fleißig am Basteln und richtig, wir lassen es auch ein bisschen. Ja. Aber es wird schon. Zumindest ja, haben wir noch klar, keine Kampfdrohne. Nächste Folge stellen wir hier auf alle Fälle, können wir die Basis ein bisschen in Betrieb nehmen irgendwie. Und dann werden genau. Bestimmt auch Drohnen kommen, denke ich mir, wenn sie es nicht geändert haben. Ich denke es und dann wird's heavy, bin ich mir sicher. Aber nächste Folge, dann noch viel mehr. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So.